Rufen hier von Fitting Workouts mit einem kurzen Erklärungsvideo. Ich habe doch keine Zeit. Wie soll ich das nur alles schaffen? Ich habe die Arbeit, ich habe die Kinder, ich habe die und die Hobbys und ich habe immer so viel zu tun. Wie soll ich da noch Zeit finden zu trainieren? In meiner E-Mail-Signatur steht einer meiner obersten Prioritäten oder Motten, die ich habe im Leben. Wer will, findet einen Weg. Wer nicht will, findet Gründe. Ich selber bin nicht nur als Trainer tätig, ja, ich habe auch ein Unternehmen, ich habe Mitarbeiter, ich habe offensichtlich Geschäftspartner, wir kommunizieren ganz viel, wir arbeiten ganz viel. Ich arbeite sehr gerne und das tue ich mit Leidenschaft. Somit arbeite ich tatsächlich 7 Tage die Woche und ich würde fast sagen mindestens 360 Tage im Jahr. Auch im Urlaub habe ich meinen Rechner dabei, weil ich das mag, es macht mir Spaß und oft höre ich ja die Arbeit, das geht nicht. So. Trotz dieser vielen Arbeit finde ich jeden Tag die Zeit zu trainieren. Ja, jetzt kommt der Gedanke, du bist ja auch Trainer, ist ja einfach, nicht wahr? Du trainierst den ganzen Tag, Quatsch. Ein guter Personal Trainer trainiert nicht mit seinen Kunden mit, außer dieser Kunde möchte das ausdrücklich zur Motivation. Aber dann sage ich dem Kunden ehrlich, du, während ich trainiere, kann ich dich nicht korrigieren, ich kann dich nicht wirklich professionell anleiten. Also die Qualität meiner Dienstleistung sinkt damit stark. Wenn es vom Kunden gewünscht wird und ich weiß, der trainiert einigermaßen, nicht einigermaßen, der trainiert sicher und macht gute Bewegungsausführung, ist das noch eine Option, das ist möglich. So, die Familie kann ich nicht mitreden, ich habe keine Kinder, trotzdem habe ich ein Privatleben, ich habe Freunde. Guckst du Fernsehen, frage ich dich, wenn du eine Familie hast und Kinder hast und so weiter, aber Fernsehen guckst, lass das Fernsehgucken weg und trainier stattdessen. Durchs Fernsehgucken wirst du nicht schlanker, wirst du nicht gesünder. Ja, unbedingt bilden tut es dich auch nicht. Wo wir bei einem anderen Punkt sind, liest du die Zeitung. Allgemeinbildung schön und gut. Hast du aber einen Bandscheibenvorfall, bringt dich deine Allgemeinbildung auch nicht weiter. Lass die Zeitung weg und mach aufrichtende Übungen, mach Kräftigungsübungen. Worauf ich hinaus will, wenn du es willst, findest du einen Weg und keine Gründe, warum du es nicht kannst. Und das Gleiche können wir auf die Ernährung übertragen, aber das ist ein anderes Video.